wenn einmal jemand ein schönes Bild will, das ist unser Künstler hier, da macht die Kiana Kunstunterricht. Kunchurai, I learn, learn. Kunchurai. Kunchok, Kunchok. So I'm said, if the people want some art, they can buy from you. He makes very nice art. Das ist der Lehrer von der Kiana, das schaut auch super aus hier. So, Anit Taurai. Hier wunderschöne Elefanten, ne? Also wirklich schön. Ich freue mich immer, wenn ich aus dem Haus rauskomme und sehe da diese Hühner, die den Nachbarn gehören. Gott sei Dank haben wir keine Vogelgrippe, sonst müsste ich jetzt Angst haben. Ich kann mich noch erinnern an die Zeit, wie hier die Vogelgrippe war. Ja, da wenn ich ein Huhn gesehen habe, habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt habe ich ja noch Angst vor Hühnern. Also überlegt euch, gerade haben wir ja diese andere komische Grippe, dieses Covid. Also irgendwas kreieren sie immer, dass man Angst hat. Und hier damals mit der Vogelgrippe in Thailand oder gerade in Kamala, die haben alles ignoriert. Die Hühner lebten weiter und wurden gegessen und haben Eier gelegt. Und wahrscheinlich war ich der Einzige, der sich Gedanken machte damals wegen der Vogelgrippe in Kamala. So, das war Kianas heute. Naja, und dann geht's weiter. Irgendwann ist es dann fertig. Kop kun ka. Wir fahren jetzt zum Yamu. Das ist für uns der schönste Swimmingpool, der für uns, sagen wir mal, durch Freunde umsonst zugänglich ist. Super lang und macht wirklich Spaß, dort zu schwimmen. Und ja, da nimmt man auch mal 20 Minuten. Jetzt geht es in 20 Minuten Fahrt im Kauf. Wenn natürlich wieder alles wie sonst ist, dann braucht man schon 45 Minuten. Außer man fährt sehr früh weg, oder fahren wir halt wieder um 6:30 weg, da geht es dann auch schnell. Ja, es geht den Abendstunden entgegen, ist so 17 Uhr circa, 17:30 Uhr. So, habe meine 12 Bahnen hier geschwommen. Es war richtig toll, wie man sieht, ein paar Leute sind da, das war es aber dann auch schon. Und war wieder herrlich heute, hat ein bisschen geregnet morgens, glaube ich. Und war bewölkt, aber jetzt, ja, ist immer noch bewölkt, aber trotzdem super Wetter, Wasser ist warm, die Luft ist warm, ja, besser geht's, glaube ich, nicht. Ja, hier kann man es aushalten. So, wir fahren jetzt zurück nach Kamala. Selina hat Knödel gemacht, Kartoffelklöße. Mal schauen, ob die schmecken. She's doing them, aber let's see. What she come up with. Freust du dich schon auf die Klöße, die deine Schwester gemacht hat? Ha? Heute machen wir Kartoffelklößchen. Kartoffelknödel. Heute machen wir Kartoffelknödel. Ich habe hier jetzt 10 kleine Kartoffeln, aber schon gepresst, so mashed potato. Wir brauchen ein Ei, wir brauchen ein bisschen Salz, wir haben hier Mehl und für die Füllung habe ich hier so Weißbrot getoastet mit Butter auf eine Pfanne. Es schaut ein bisschen so groß aus, weil ich halt ein bisschen größer geschnitten habe, aber passt. Und dann auch noch eine, so eine Kochlöffel. Okay, wir haben ja schon hier jetzt die Kartoffel frei, schon vorbereitet. Dann machen wir jetzt ein Ei rein. Das rühren wir dann jetzt zusammen.
Das tun wir jetzt ein bisschen Salz. Also ganz viel muss das nicht sein, weil wenn man das im Wasser dann kocht, wird das Salz ja dann weg. Dann mache ich einfach so, sagen wir mal, 2 Teelöffel, glaube ich. Keine Ahnung. Einfach rein. Aber nicht zu viel. Okay. So, jetzt machen wir ein bisschen Mehl rein. So, das ist so, keine Ahnung, einfach. Das kommt drauf an, weil alle Kartoffeln sind nicht gleich. Wir brauchen aber ein ganz schönes Teig drauf. Jetzt habe ich mein Kartoffelteig ganz schön, wie heißt es, gemischt. Jetzt machen wir jetzt den Knödel. Wir nehmen so, ich mache zuerst mal einen Test, ob das eigentlich dann wie eine Knödel rauskommt. Dann machen wir es in den Ball, so. Machen wir das flatt. Dann machen wir ein kleines Stück Brot rein oder 2, wie man mag. Und 2 ist eigentlich zu viel für die Pfanne. Tada! Ein Kartoffelknödel, ein bisschen Krümel, aber ist kein Problem. Aber das ist alles essbar und sauber. Meine Hände sind auch sauber. Ja, habe ich mein gekochtes Wasser mit ein bisschen Salz drin. Und in diesem Topf kochen wir dann den Knödel. Gerade war das nicht fehl, wie man sieht, der Teig ist, glaube ich, zu wenig Mehl drin, dass der Knödel nicht so fest ist. Keine Ahnung. Jetzt machen wir mehr Mehl. Selina hat Kartoffelknödel gemacht, dann schauen wir mal, wie die schmecken. Ja? Viel Arbeit. Schauen auf jeden Fall lecker aus. Hast du schon einen probiert, Selina? Nee. Nee, aber schauen gut aus. Schauen aus wie richtige Knödel. Nur mit Soße, ne? Mhm. Das reicht auch. Kloß mit Soße ist lecker. Kloß mit Soße, echt fränkisch oder bayerisch. Also ich habe als Kind immer gern Kloß mit Soße gegessen. Ja, look nice. Und wenn wir noch die Hochzeitssuppe machen können, dann ist es perfekt, die fränkische. Fränkische Hochzeitssuppe, die gibt es, weiß ich nicht, ob sie hier irgendwo gibt. Relax, he's 80 years old, why he should not be relaxed. Out. Hast du schon probiert, deine Knödel? Ja, ein bisschen. Und? Ist gut. Ist ein bisschen ähnlich wie Gnocchi zu machen, oder? Ja. But the people can come here and then we... From here they go to Japan, it's halfway, it's anyway better. Hm? Hm? Gut, guck. Aber Zucker hast keinen rein, ne? Nee, aber süß, gell? Die sind süß, das sind die Kartoffeln, da kannst du nichts machen. Okay. Es war lecker mal nach so langer Zeit, Kartoffelknödel. Aber das war ein gekochter Kloß. Mach mal halb und halb und rohe Knödel. Das heißt nur rohe Knödel. Das ist halt, da tust du die Kartoffeln nicht kochen, bevor du den Kloß machst. Und dann gibt es halb und halb, das heißt halb dieser Teig und halb roher Teig. Knödel halb und halb und rohe Knödel. So many, many kids, many people living there, or what? So, Kiana hat eine neue Freundin in Jammu gefunden, das finde ich auch schön. Ja. Und das andere machst du wieder alles hinten rein, ne? Und, hat es funktioniert? Kloß. Der Kloß ist gut. Schön eintunken. Schön in die Soße matschen. So mache ich es am liebsten. So richtig schön reintunken. Tunken, tunken.
Na, so schmeckt der Kloß am besten. Ja. Kloß, Kloß mit Soße. Kiana isst den Kloß. Oje, oje. Schon wieder Husten. Kiana hat Husten. Früher hatte nur der Olaf Husten. Heute hat die Kiana Husten.